Warum verlieren Männer das Interesse nach dem Sex und wie du vermeiden kannst, dass du nur für Sex ausgenutzt wirst. Eines gleich vorab, Sex ist nicht der Grund, warum er sich nicht mehr meldet. Stell es dir so vor, stell dir vor, ein Mann sagt, ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt. Sie ist wunderschön, selbstbewusst, strahlend, fröhlich, ich fühle mich so gut mit ihr, aber wir hatten zu früh Sex und jetzt kann ich sie einfach nicht mehr anrufen. Würde kein Mann jemals sagen, oder? Was ist also der Grund, dass sich ein Mann nach dem Sex nicht mehr meldet? Oder lass uns so anfangen, was ist nicht der Grund? Sex ist nicht der Grund. Nur weil er danach weg ist, heißt es nicht, dass er deswegen weg ist. Und hier ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Anziehung. Das eine ist körperliche Anziehung und das andere ist emotionale Anziehung. Das heißt, ein Mann kann Sex mit einer Frau haben, nur aufgrund der körperlichen Anziehung. Und er kann sich auch um eine Frau bemühen, eine Frau jagen, nur aufgrund der körperlichen Anziehung. Für Frauen ist es meistens, nicht immer, aber meistens ein wenig anders. Als Frau würdest du sehr selten mit einem Mann schlafen, nur weil körperliche Anziehung da ist. Für die meisten Frauen ist es auch sehr wichtig, emotionale Anziehung zu haben. Das heißt, wenn du bei einem Mann überhaupt keine Emotionen verspürst, wenn du seinen Charakter gar nicht gut findest, wenn dir seine Persönlichkeit nicht gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du mit ihm Sex haben würdest, obwohl er körperlich sehr attraktiv für dich ist. Nun, bei Männern ist das ein wenig anders. Männer können nur aufgrund der körperlichen Anziehung mit einer Frau ins Bett gehen. Für Männer ist die emotionale Anziehung für eine Beziehung genauso wichtig wie für Frauen. Und emotionale Anziehung erlebt ein Mann dann, wenn er deine Persönlichkeit, deinen Charakter, dein Wesen interessant findet. Wenn es das ist, was ihn anzieht. Wenn ein Mann emotionale Anziehung zu dir empfindet, dann ist es vollkommen egal, wann du das erste Mal Sex mit ihm hast. Und viele Frauen sagen jetzt, wenn ich nur länger warte mit dem Sex, wenn ich weniger Sex habe, wenn ich ihn mehr um mich kämpfen lasse, dann wird es funktionieren. Leider ist auch das nicht die Lösung. Vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt. Du hast ihn wochenlang warten lassen und kaum ist es passiert, war er trotzdem weg. Der wahre Grund, warum Männer nach dem Sex verschwinden, ist, dass entweder von vornherein nur körperliche Anziehung da war und emotionale Anziehung für ihn nie entstanden ist, oder es kann sein, dass emotionale Anziehung da war, aber du dich auf irgendeine Art und Weise verändert hast nach dem ersten Sex, sich dein Verhalten geändert hat und dadurch seine Anziehung weniger geworden ist. Sehr häufig passiert das genau dann, wenn wir Angst haben, ausgenutzt zu werden. Wenn du von vornherein diese Angst mitbringst, du könntest nur benutzt werden und dich ständig fragst, will er mich nur ausnutzen, liebt er mich wirklich, meint er es wirklich ernst, dann wird der erste Sex bei dir eine Art Angstgefühl oder Stress auslösen. Für viele Frauen ist das so, sie haben das Gefühl, wenn sie sich öffnen, werden sie mehr verletzlich. Durch diese Angst, die Frauen empfinden nach dem ersten Sex, beginnen sie entweder zu klammern, das heißt, sie verhalten sich ganz unnatürlich, rufen viel zu oft an oder erwarten sich, dass es jetzt sofort eine fixe Beziehung wird, oder sie tun das Gegenteil und werden kalt und ziehen sich zurück. Beide extreme Verhalten sind möglich, wenn wir Angst haben, nicht geliebt zu werden, wenn wir Angst haben, verletzt zu werden. Wenn du möchtest, dass ein Mann nach dem Sex bei dir bleibt, ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass zwischen euch tatsächlich emotionale Anziehung besteht. Das heißt, dass du weißt, dass dieser Mann bei dir ist, weil er deinen Charakter, deine Persönlichkeit, dein Wesen so sehr schätzt. Und dann ist es vollkommen egal, wann der erste Sex stattfindet. Plus, achte auf dein Selbstbewusstsein. Und das geht, indem man aufhört, sich zu viel zu erwarten in der frühen Anfangsphase. Viele Frauen werden dann bedürftig, wenn sie sich so sehr eine Beziehung wünschen. Wenn das wichtigste, größte Ziel für sie eine Beziehung ist und sie vielleicht vergessen, darauf zu achten, ob er wirklich der Richtige ist.
Denn auch du kannst dir Zeit nehmen, diesen Mann wirklich gut kennenzulernen, bevor du entscheidest, ob er der Mann für eine Beziehung ist. Und Lockerheit und Leichtigkeit ist ganz wichtig in der Kennenlernphase. Es ist absolut okay, mal jemanden kennenzulernen und auszuprobieren, wie es sich anfühlt. Aber bleib locker, er muss nicht sofort der Richtige sein. Du hast mehr als genug Zeit. Und wenn du drauf kommst, dass er nicht der Richtige für dich ist, ist es vielleicht der Nächste. Also nimm ein bisschen den Zeitdruck raus und geh es mit Leichtigkeit an. Und arbeite an deiner Persönlichkeit. Arbeite daran, die Frau zu sein, die du wirklich im Inneren bist. Arbeite daran, deine Ängste und negativen Glaubenssätze loszulassen und zu der strahlenden, selbstbewussten Frau zu werden, die du sein willst, die du eigentlich im Inneren bist. Umso mehr Fokus du auf deine Persönlichkeit und deine Emotionen legst, umso leichter wird es für dich, den passenden Partner zu finden, der dich, dein Wesen und deinen Charakter wirklich wertschätzt. Also, achte darauf, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, deine Ängste zu überwinden, Selbstbewusstsein aufzubauen und leg deinen Fokus darauf, dass zwischen euch wirklich emotionale Anziehung entsteht. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie man den Jagdtrieb eines Mannes erwecken kann, wie man Selbstzweifel los wird und zu mehr Selbstliebe kommt, dann ist das hier das Richtige für dich.